Als erstes vielen, vielen Dank an die Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung Trier für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, wieder in Trier sein zu können und ich bin nach wie vor wirklich sehr beeindruckt davon, was ihr hier alles auf die Beine stellt. Es braucht dringend mehr solcher Initiativen, die kritische Antisemitismusforschung an den Unis mehr verankern und ich wünsche euch sehr viel Erfolg bei euren kommenden Projekten. Ich wurde ja eben schon ein wenig vorgestellt. Ich möchte aber kurz ein wenig weiter ausholen, damit der Kontext meines Vortrags vielleicht ein bisschen verständlicher wird. Ich werde mich ja heute mit Antisemitismus im Antirassismus beschäftigen. Ebenso arbeite ich aber auch zu Antisemitismus im Feminismus. Das sind Themen, die immer Gefahr laufen, ihren Gegenstand in Grund und Boden zu kritisieren und damit den Eindruck erwecken könnten, der Gegenstand, also etwa der Feminismus oder der Antirassismus, sei an sich kein legitimes Anliegen oder müsse immer Gefahr laufen, antisemitisch zu werden. Ich interessiere mich gerade für diese Themen, weil es mir darum geht, mir anzuschauen, wie Bewegungen und theoretische Kritiken, die ich für sehr notwendig halte und die die Interessen von einzelnen Gruppen vertreten, die aus gesellschaftlichen Prozessen lange ausgeschlossen waren, diskriminiert, verfolgt, getötet wurden und werden, wie die selbst ins Regressive kippen. Die für mich bei all diesen Themen zugrunde liegende Frage ist dabei, wie eine Kritik an Ausschlüssen möglich werden könnte, die nicht selbst Ausschlüsse produziert. Das heißt, zu analysieren, mit welchen theoretischen Annahmen, Fehlschlüssen das so notwendige Anliegen der Kritik am Patriarchat, der Kritik an Rassismus selbst neue Ausschlüsse produziert und damit auch, wie sich das hoffentlich vielleicht vermeiden ließe. Und dies gerade deshalb, weil wir einen vernünftigen Antirassismus dringend, sehr dringend brauchen, einen emanzipatorischen Antirassismus, der es schafft, die Ausschlüsse von Geflüchteten, von Migrantinnen, Schwarzen, Musliminnen sichtbar zu machen, ohne selbst neue Ausschlüsse, Antisemitismus und Regressives zu produzieren. Mit diesen Grundfragen im Hinterkopf stelle ich euch kurz meine Gliederung vor. Und zwar hier. Ich werde ganz kurz am Anfang zu Antisemitismus in der antirassistischen Praxis sprechen, werde mich aber dann fokussieren auf Antisemitismus in der Theorie, vor allen Dingen bei Angela Davis und bei Achille Mbembe. Und der Teil von zu Achille Mbembe basiert auf einem kurzen Beitrag, der erschienen ist in dem Hallischen Jahrbuch Nummer 1, den Untiefen des Postkolonialismus, für das ich an der Stelle auch sehr gerne Werbung mache. Und werde mich dann in einem Fazit oder einer Zusammenführung der Frage widmen, wie Antisemitismus und Rassismus im Kontext von Universalität und Partikularität vielleicht zu denken wären. Als erstes will ich jetzt einen kurzen Blick auf den Antisemitismus in der antirassistischen Praxis werfen. Also wo finden wir da überhaupt Antisemitismus, der sich mit vermeintlich antirassistischen Argumenten verknüpft? Dafür habe ich drei Beispiele, kurze Beispiele mitgebracht. Auf globaler Ebene sind so die Treffen der Weltkonferenz gegen Rassismus ein ziemlich eindrückliches Beispiel. Die Rolle von UN-Institutionen in der Verbreitung von Antisemitismus in Verknüpfung mit vermeintlichem Antirassismus wäre selbst eigentlich einen ganzen Vortrag wert. Und dazu kann ich auch das Buch Vereinte Nationen gegen Israel von Makel und Feuerherd sehr empfehlen. UN-Resolutionen, die den Zionismus zum Beispiel mit Rassismus gleichsetzen, die den Nahostkonflikt mit der Apartheid vergleichen, haben leider eine schon mehrere Jahrzehnte andauernde Geschichte, die das Problem des Antisemitismus im Antirassismus sehr deutlich macht. Ende Juli hat die Bundesregierung bekannt gegeben, in diesem Jahr wie auch 2009 und 2011 nicht an der Weltkonferenz gegen Rassismus, dem sogenannten Durban-4-Treffen, teilzunehmen. Das ist ein wichtiges Signal, gegen den sich als antirassistisch gebenden Antisemitismus, der besonders deutlich 2001 bei der dritten Weltkonferenz zutage trat. Und Florian Makel zeigt in einem Aufsatz in der Saint France auf, wie neben eben dieser UN-Antirassismus-Konferenz, die schon, so schreibt er, von kaum gebremstem Hass auf den jüdischen Staat geprägt war, vor allem das parallel stattfindende NGO-Treffen in Durban, eine internationale Antisemitenkonferenz gewesen sei. Hier wurden die Protokolle der Weisen von Zion verteilt und Makel zitiert den Holocaust-Überlebenden Tom Lantosch, der das Treffen wie folgt beschreibt. Das Treffen wurde schnell von palästinensischen und fundamentalistischen arabischen Gruppen geprägt. Jeden Tag organisierten diese Gruppen anti-israelische und antisemitische Demonstrationen.
die tausende Teilnehmer anzogen. Auf einem vielfach verbreiteten Flugblatt war ein Foto von Hitler zu sehen, neben dem zu lesen war, was, wenn er gewonnen hätte? Die Antwort, dann gäbe es kein Israel. Ein Mitarbeiter einer europäischen Antirassismusgruppierung schildert selbst, blutrünstige Transparente wurden gezeigt, Juden wurden aktiv diskriminiert, niedergebrüllt, Panels zum Thema Antisemitismus wurden von Mitgliedern der palästinensischen Fraktion überfallen und Menschen, die gegen all das protestierten, wurden als Zionisten, Schweine und Jew-Lovers gebrandmarkt. Makel macht in seinem Aufsatz auch deutlich, dass die Vorbereitungstreffen der Konferenz zur Gründung der antisemitischen BDS-Kampagne führten, die Ergebnis des Agierens der Islamischen Republik Iran und Mitgliedern der Organisation der Islamischen Konferenz gewesen sind und nicht, wie häufig behauptet, eine Bewegung der palästinensischen Zivilgesellschaft. Festzuhalten bleibt, Antisemitismus, der selbst mit vermeintlichem Antirassismus argumentiert, lässt sich gerade im Kontext der UN in verschiedensten Organisationen finden und bietet radikal-islamischen Akteuren die Möglichkeit, Antisemitismus im Deckmantel des Antirassismus ganz offen zur Schau zu stellen. Jetzt haben wir das aber nicht nur global, sondern zum Beispiel auch in den USA in kleinerer Dimension. Bei den Black Lives Matter-Protesten wurden im letzten Jahr immer wieder jüdische Einrichtungen Ziel von Angriffen, so auch verschiedene Synagogen. Hier ein Zitat aus dem Deutschlandfunk. In Los Angeles wurde die Statue des schwedischen Judenretters während der NS-Zeit, Raoul Wallenberg, geschändet. Mehrere Synagogen wurden mit Free Palestine, Fuck Israel besprüht. Bei Demonstrationen in Washington mischten sich Hasschöre gegen Israel, das Kinder ermordet mit den Black Lives Matter-Parolen. In San Diego wurden jüdische Einrichtungen wie das Haus der Studentenorganisation Hillel angegriffen. Das waren die USA 2020. Auch in Deutschland zeigt sich gerade in den letzten Jahren immer wieder Antisemitismus auf antirassistischen Demonstrationen, wie im letzten Herbst in Frankfurt. Migrantifa Hessen und die antirassistische Gruppe Black Power Frankfurt hatten am 3. Oktober unter dem Motto Moria befreien zu einer Demonstration gegen die Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern aufgerufen. An dem Protestzug hatten sich bis zu 180 Menschen beteiligt, darunter auch viele Anhänger der antizionistischen Gruppe Free Palestine FFM. Eine Aktivistin der Gruppe hatte während der Demo eine Rede gehalten, in der Israel als Unterdrücker bezeichnet worden war und die mit den Worten Yalla Intifada endete, also etwas wie Auf geht's zur Intifada. Im weiteren Verlauf war immer wieder die Parole Palestine will be free from the river to the sea skandiert worden, die oft als Aufruf verstanden wird, den Staat Israel zu zerschlagen. Die Gruppe Migrantifa Hessen hat sich nach der Demo in einem Statement entschuldigt und mit dem durchaus bemerkenswerten Satz, wo jüdisches Leben existiert, muss es geschützt und bewahrt werden. Dazu gehört auch das unverhandelbare Existenzrecht Israels als Schutzraum und Zufluchtsort jüdischer Menschen auf der ganzen Welt. Damit haben sie Haltung gezeigt. Dafür wurde die Gruppe im Nachgang allerdings in den sozialen Medien erheblich, nicht zuletzt von antirassistischen Gruppen in einer gemeinsamen Stellungnahme von verschiedenen anderen Gruppen angefeindet und hat auch auf Social Media bekannt gegeben, sich im Zuge der Auseinandersetzung dann aufgelöst zu haben. Was an diesen Beispielen auffällt, ist, dass es hier um Veranstaltungen handelt, die eigentlich ein klares Thema, also etwa die Proteste gegen die Ermordung von Schwarzen in den USA durch die Polizei oder aber Solidarisierung mit Geflüchteten in Griechenland haben, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Nahostkonflikt zu tun haben. Dass hier trotzdem eine Dämonisierung von Israel stattfindet, die sich dann eben auch nicht nur gegen Israel als Staat richtet oder die Regierung, sondern im Falle der Synagoge ganz konkret gegen jüdische Einrichtungen, zeigt, dass antirassistische Bewegungen ein großes Problem haben, dass Juden und Jüdinnen hier nicht Teil der Menschen sind, für die gekämpft wird, sondern ganz im Gegenteil diese häufig mit dem Zubekämpfenden identifiziert werden, den Rassistinnen, den KolonisatorInnen oder Ähnlichem. Dass das passiert, ist leider kein Ausrutscher, das sind keine Einzelfälle fehlgeleiteter politischer Praxis, sondern lassen sich leider auch so aus antirassistischer Theorie ableiten. Deshalb ist es ja notwendig, sich neben der Kritik des Antisemitismus in der politischen Praxis auch unbedingt mit den theoretischen Annahmen zu beschäftigen, die diese Praxis erst möglich machen. Und dafür ein kurzer Überblick, wie äußert sich eigentlich Antisemitismus in theoretischer Rassismuskritik? Diese grundsätzlichen Narrative, die ich hier aufgeführt habe, tauchen bei verschiedenen antirassistischen und postkolonialen Theoretikerinnen auf.
Also als erstes sozusagen, wie werden Juden und Jüdinnen dargestellt? Die werden häufig in einem Schwarz-Weiß-Schema der Welt, in der Schwarze stets die Unterdrückten und Weiße stets die Unterdrückenden sind, als Weiße identifiziert, werden so also als nicht diskriminiert gesetzt und gelten als Privilegierte, im Zweifel als Teil der White Supremacy, die man bekämpfen muss. Daran schließen sich dann auch die Frage an, wie wird Israel dargestellt? Bilder von Israel, die antisemitisch sind und postkoloniale Annahmen verbinden, sind unter anderem Apartheidsvergleiche von Israel und Südafrika, also der Vergleich von Israel und Südafrika, der südafrikanischen Apartheid, das Benennen Israels als Kolonialstaat. Zionismus wird häufig einfach als Synonym für Rassismus verwendet oder als Synonym für Imperialismus. Auch der Holocaust spielt eine Rolle in sozusagen antirassistischen Deutungen, antisemitischen Deutungen, in dem zum Beispiel die Singularität des Holocaust abgelehnt wird oder auch eine These, die sich häufig finden lässt, dass die Erinnerung an den NS die kolonialen Verbrechen oder das Erinnern an die kolonialen Verbrechen verhindert oder zumindest sehr stark überlagert. Trotz dieser allgemeinen oder grundsätzlichen Narrative, die bei vielen Theoretikerinnen in ähnlicher Form auftauchen, muss auch festgestellt werden, dass es nicht die eine Rassismuskritik, nicht den einen Postkolonialismus gibt. Deshalb möchte ich im Folgenden zwei Theoretikerinnen herausgreifen, die sich durchaus in ihrer Argumentation unterscheiden und doch gleichzeitig beide Antisemitismus reproduzieren. Dabei möchte ich einen besonderen Fokus auf die Frage nach Universalität und Partikularität legen. Und das deshalb, weil die zentrale Frage, die Rassismus- und Antisemitismuskritikerinnen ja eigentlich einen müsste, diejenige ist, warum bestimmte Gruppen, also Schwarze, Juden und Jüdinnen, in der Geschichte selbst dann aus der Mehrheitsbevölkerung ausgeschlossen wurden, ermordet, verfolgt wurden, als die bürgerliche Gesellschaft schon existent war, als Freiheit und Gleichheit proklamiert wurden. Als erstes möchte ich mich Angela Davis widmen, einer Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, Kommunistin und Feministin, die in Frankfurt bei Horkheimer und Adorno studierte und durch ihre Texte antirassistische und feministische Bewegungen global und auch in Deutschland inspiriert hat. Im Band Freedom is a Constant Struggle, Ferguson, Palestine and the Foundation of a Movement versammelt Davis verschiedene verschriftlichte Interviews und Vorträge, die sie gehalten hat, in denen sie vor allem über den Kampf gegen Rassismus, häufig am Beispiel von Polizeigewalt oder im Rahmen der Kritik an Gefängnissen spricht. Immer wieder erscheinen in diesem Band aber auch antisemitische Motive auf. Israel gilt Davis neben den USA als das Paradebeispiel für staatlichen Rassismus. Sie unterstützt die BDS-Kampagne und ruft in diesem Band immer wieder zum Boykott Israels auf. Ein Zitat, das ich mitgebracht habe, ist das folgende. Da wird, also der erste Teil ist sozusagen die Interviewfrage. There are various means of resistance available to people who are oppressed by racist or colonial regimes of foreign occupation, including through the use of armed force. Nowadays, the Palestinian Solidarity Movement has committed itself to the root of non-violent resistance, wo man schon fragen müsste, ob das so ist. Do you think this alone will end Israeli apartheid? Sie antwortet, Solidarity Movements are, of course, by their very nature non-violent. In South Africa, even as the International Solidarity Movement was being organized, the ANC and the SACP came to the conclusion that they needed an armed wing of their movement. They had every right to make that decision. Likewise, it is up to the Palestinian people to employ the methods they deem most likely to succeed in their struggles. At the same time, it is clear that if Israel is isolated politically and economically, as the BDS campaign is striving to do, Israel could not continue to implement its apartheid practices. In dem Zitat wird nicht nur der Nahostkonflikt mit der südafrikanischen Apartheid gleichgesetzt, sondern es werden implizit auch Selbstmordanschläge von Palästinenserinnen als legitimer antirassistischer Widerstand nach südafrikanischem Vorbild dargestellt. Die Solidarität mit Palästina und damit der Kampf gegen den Einfluss des Zionismus ist für Davis Teil eines antirassistischen Kampfes für soziale Gerechtigkeit. Im gleich folgenden Zitat werden so auch antisemitische Ausschreitungen, die sich an US-amerikanischen Universitäten in den letzten Jahren häuften, als solidarischer Kampf gegen Ungerechtigkeit verharmlost.
das obere, da sagt sie, the impact of the influence of Zionism, which used to be pervasive, is losing its force. On college campuses, all college and university campuses, Students for Justice in Palestine has really grown, and large numbers of people who are not necessarily Palestinian, who are not necessarily Arab or Muslim, have become active in the SJP groups. It is increasingly being incorporated into major social justice issues. Der Vergleich der südafrikanischen Apartheid mit dem Nahostkonflikt findet sich bei Davis immer wieder. Im unteren Zitat wird sie nach Unterschieden der Anti-Apartheid-Bewegung gefragt und benennt dort in klassisch antisemitischer Manier eine mächtige zionistische Lobby, die den Kampf der Palästina-Solidarischen heute vom Kampf der Anti-Apartheid-Kämpfer unterscheide. Die zionistische Lobby habe Tentakel, schreibt sie, die sie bis in die schwarze Kirche ausstrecke. Damit vergleicht sie den Zionismus ganz traditionell antisemitisch mit einer Krake, einer übermächtigen Kreatur, die ihre Tentakel um die ganze Welt, auch in die schwarze Community, schlingt. Ein Bild, in dem die Idee einer jüdischen Weltverschwörung ganz klar enthalten ist. In terms of Palestine, how are the narratives similar or different from the anti-apartheid days? Sie antwortet, there are a lot of similarities precisely because BDS has chosen to follow the route of the apartheid struggle toward a hopeful, more global sense of solidarity by using the methods of mass boycott. I guess what is different is the existence of a powerful Zionist lobby. Certainly, there was a powerful apartheid lobby, but it did not have nearly the influence as the Zionist lobby, which can be seen in terms of black religion, its tentacles reach into the black church. There have been direct efforts on the part of the State of Israel to recruit significant black figures. And I don't know whether we experienced that level of sophistication during the anti-apartheid days. Certainly, the Israel state has learned from that movement. Das finde ich wirklich ein Zitat, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Auch Bezüge auf den Holocaust lassen sich bei Davis finden. Im folgenden Zitat nimmt sie ausgerechnet den Holocaust als Grund, sich nicht etwa für das Existenzrecht Israels auszusprechen, sondern um ihre Unterstützung der antisemitischen BDS-Kampagne zu begründen. In the United States, when we have described the segregation in occupied Palestine that so clearly mirrors the historical apartheid of racism in the southern United States of America, and especially before black audiences, the response often is, why hasn't anyone told us about the segregated highways leading from one settlement to another, about pedestrian segregation regulated by signs in Hebron, not entirely dissimilar from the signs associated with the Jim Crow South. Just as we say never again with respect to fascism that produced the Holocaust, we should also say never again with respect to apartheid in South Africa and in the southern US. That means, first and foremost, that we will have to expand and deepen our solidarity with the people of Palestine, support BDS, Palestine will be free. Das war in aller Kürze Angela Davis. Wie passen aber diese antisemitischen Aussagen nun zu der Frage, wie Davis sich antirassistische Politik im Kontext von Partikularität und Universalität vorstellt? Aus ihrer Kritik am Neoliberalismus heraus entwickelt sie eine Forderung nach politischer Vertretung von Kollektiven als Gegenmodell zu dem bei ihr stets nur neoliberal gedachten Individuum. Das führt sie zum Beispiel hier aus. I think that this is an era where we have to encourage that sense of community, particularly at a time when neoliberalism attempts to force people to think of themselves only in individual terms and not in collective terms. It is collectivities that we find reservoir of hope and optimism. Also sozusagen Kollektivität, das Zusammenschließen in Kollektiven ist das Einzige, wie wir Politik machen können. Und das verknüpft sie mit Universalismus. Universalismus wird bei ihr eigentlich als Ursprung von Rassismus gedeutet, in dem unteren sehr langen Zitat.
spricht sie sich aus zu der Frage, ob man Black Lives Matter oder All Lives Matter sagen sollte, und kritisiert Hillary Clinton, die sozusagen auch All Lives Matter in die Debatte eingebracht hat. Und im unteren Teil des Zitats sagt sie dann, does she not realize the extent to which such universal proclamations have always bolstered racism? More often than not, universal categories have been clandestinely racialized. Any critical engagement with racism requires us to understand the tyranny of the universal. For most of our history, the very category human has been colored white and gendered male. Also sie spricht hier von der Tyrannei des Universellen und geht davon aus, dass universelle Kategorien immer schon rassistisch, weiß und männlich sind. Karin Stöckner hat in dem Aufsatz »Wie inklusiv ist Intersektionalität im Kontext ihrer Problematisierung von Antisemitismus in Intersektionalität« diese Herangehensweise von Davis als Erhebung von Identität zum Prinzip beschrieben. Es gehe hier also nicht mehr um individuelle, sondern immer um Gruppenidentitäten, die ins Zentrum der politischen Aktivität gerückt würden. Damit einher gehe auch eine Demontage des Universalismus. Das Universelle werde als hegemoniale Partikularität entlarvt, die weiß, männlich und heterosexuell sei. Damit einher gehe in antirassistischen Theorie dann häufig, dass das Jüdische mit dem Universellen identifiziert werde, also als rassistisch und imperialistisch gilt. Und Stöckner fasst das, schreibt im Rahmen dieses Aufsatzes, und das finde ich ein starkes Statement, es liegt im Universellen mehr als die hegemoniale Partikularität. Dieses Mehr liegt im Anspruch und im Versprechen auf ein tatsächlich Allgemeines und Gemeinsames, das sich nicht hegemonial durchsetzt, aber quasi unterirdisch in den Allgemeinbegriffen immer noch mitschwingt. Man kann dieses Allgemeine nicht anders legitimieren und dafür kaum anders argumentieren als negativ. Dass ohne das Beharren auf dem Allgemeinen, wie die Grundlage der Forderung gleicher Rechte aller, und der Universalität von Menschenrechten verlieren würde. Ein bloßer Partikularismus lässt das Gemeinsame verschwinden und wird, wenngleich er als Kritik an Ausschlüssen gedacht ist, zur Grundlage neuer Ausschlüsse. Das ist was wir bei Davis sehen. Im Gegensatz zu Angela Davis lässt sich aber Achille Mbembe und sozusagen seine antisemitischen Narrative im Kontext von Fragen der Gleichheit und Differenz ganz anders lesen als Davis. Auch er betont die Ausschlüsse, die vermeintliche Universalität produziert hat. Westliche Gesellschaftstheorie entfalte sich aus regionalen Konventionen, gebe sich aber als Trägerin einer universellen Grammatik aus. Der Kolonialismus sei Teil dieser Grammatik, wie Mbembe in Kritik der schwarzen Vernunft erklärt. Er sei ein Universalisierungsprojekt, das sich zumindest rhetorisch als Tochter der Aufklärung darstelle. Mit seiner Hilfe sollten die Kolonisierten in den Raum der Moderne hereingeholt und im Namen einer universellen Vernunft an eine universelle Menschheit angeschlossen werden. Dies geschehe um den Preis der Aufhebung der Differenz und mit Brutalität und Gewalt. Mbembe setzt dieser Gewalt aber im Gegensatz zu Davis ein universelles und er nennt es Projekt einer gemeinsamen auf dem Prinzip der Gleichheit der Anteile und der fundamentalen Einheit des Menschengeschlechts basierenden Welt entgegen. Er bezieht sich also durchaus positiv auf eine universelle Vorstellung einer neuen Welt, auch wenn dort, ähnlich wie bei Davis, die Vertretung von Partikularitäten eine große Rolle spielt. Diese Welt müsse den ehemals Kolonisierten die Wiedererlangung ihrer eigenen Anteile an der Menschheit über die Proklamation der Differenz zugestehen. Als Moment, und bis dahin ist ja Davis relativ ähnlich, als Moment eines umfassenderen Projekts einer kommenden Welt, schreibt er, deren Bestimmung universell ist, die befreit ist von der Last der Rasse und des Ressentiments und des Wunsches nach Rasse, nach Rache, ein wichtiges Wort beim Mbembe, die jeder Rassismus auslöst. Zitat Ende. Der Doppelcharakter des Universalismus, wie eben mit Stöckner aufgezeigt, zum einen eben immer Gruppen aus dem vermeintlich Allgemeinen ausgeschlossen zu haben, gleichzeitig aber die einzig mögliche Grundlage der Kritik dieser Ausschlüsse zu sein, scheint auch Mbembe gelegentlich bewusst zu sein, wenn er etwa in Postkolonie auf die Gefahren des Verwerfens universeller Ideen aufmerksam macht.
Dort fordert er eine Ethik des Nächsten und das Nachdenken über die Möglichkeit einer gemeinsamen Welt, einer gemeinsamen Humanität, die in den Subaltern Studies und bei anderen Vertretern der postkolonialen Theorie durch das Insistieren auf Differenz und Alterität aus den Augen gerate. Und das ist durchaus bemerkenswert, finde ich, in dem Kontext. Die paradigmatische Konzentration auf das Verhältnis von Kolonialherr und Kolonisierten verschleiere auch die Gewalt zwischen Brüdern, schreibt er. In der Regel reproduziert Mbembe dieses Paradigma jedoch selbst. Wenn er die Kolonisierung als Generalformel für Herrschaft bezeichnet, von dem aus das moderne Projekt der Erkenntnis, aber auch des Regierens sich entfalte, reduziert er den Ausschluss von Menschen ebenfalls eben allein auf Hautfarbe und Herkunft. Damit geraten andere Formen der Diskriminierung, des Ausschlusses und der Verfolgung zwangsläufig aus dem Blick, etwa etwas, was wir bei Davis ähnlich beobachten können. So wird auch der Holocaust bei Mbembe zu einem Genozid unter anderen, zu einem Resultat des im Universalismus angelegten Rassismus. Die Nationalsozialisten und die Kolonialregime hätten, wie er erklärt, aufgrund ihrer Rassenlogik keinen Krieg gegen andere Menschen, sondern gegen andere Arten, die nötigenfalls ausgerottet werden müssten, geführt. Mbembe beruft sich hier sowohl auf einige Überlegungen Hannah Arendts als auch auf Simone Weil, die den Hitlerismus, Zitat, einmal als Anwendung von kolonialen Eroberungs- und Herrschaftsmethoden auf dem europäischen Kontinent und noch allgemeiner gesagt auf die weißrassigen Länder beschrieb. Der Holocaust sei ein Resultat der Politik der Feindschaft, eines rassistischen Trennungswahns, den Mbembe als jede westliche Demokratie durchziehend begreift. Er habe unterschiedslos an die Sklaverei und die Verfolgung von Indianern, das ist ein Zitat, angeschlossen. Kolonialismus, Faschismus und Nationalsozialismus seien so drei extreme und pathologische Formen dieser Rückkehr der angeblichen äußeren Welt ins Subjekt. Alle drei hätten die Vorstellung der absoluten Überlegenheit der sogenannten westlichen Kultur geteilt, die ihrerseits als die Kultur einer Rasse, der weißen Rasse, verstanden wurde. Auch die Logik der Konzentrationslager habe es, schreibt er, schon lange vor der Systematisierung und Radikalisierung durch das Dritte Reich gegeben. Die Konzentrationslager in Südafrika der Jahre 1889 bis 1902 seien die Vorläufer der nationalsozialistischen Konzentrationslager gewesen. Auch wenn Mbembe den Unterschied des geplanten Massenmords zwischen den nationalsozialistischen Vernichtungslagern und anderen Formen der Lager benennt, relativiert er diesen auch an verschiedenen Stellen wieder, wenn er betont, dass es sich durchgängig um Orte gehandelt habe, an denen Leid und letztlich der Tod in unterschiedlichen Gestalten drohe, der langsame Tod durch Erschöpfung, Arbeit oder Resignation und Gleichgültigkeit oder, wie mitten in Europa, das schlichte Verschwinden im Gas und dann in Rauch, Asche und Staub. Ausgehend von seiner Auseinandersetzung mit kolonialer Gewalt versucht Mbembe der Frage nachzugehen, wie Opfer kolonialer Gewalt in postkolonialen Zeiten weiterleben und diese Gewalt bearbeiten können, und verbindet dies mit Thesen zum sogenannten Nahostkonflikt. Und das unterscheidet ihn, glaube ich, auch von anderen Anti-Ra-Theoretikern, dieser Fokus. Eine besonders bezeichnende Stellungnahme findet sich im folgenden Zitat, es kommt wieder ein langes Zitat, in dem er die Arbeit der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission in den Zusammenhang mit der israelischen Politik stellt. Er schreibt, die südafrikanische Erfahrung lehrt uns, dass, wenn die Erfahrung, Opfer in der Weltgeschichte gewesen zu sein, zum Fetisch wird, gemacht wird, dadurch oft die Person, die Opfer von Leid war, selbst wünscht, Blut zu vergießen. Irgendein Blut, unglücklicherweise allzu oft nicht das der Täter, sondern fast immer Blut von anderen, egal von wem. Das liegt daran, dass, um weiter zu funktionieren, der Fetisch endlose Opfer fordert und deshalb frische Opfer umgebracht werden müssen, um den Opfergott zu besänftigen. Zentral für diese Opferökonomie ist das Verlangen nach Sühne, es nimmt die Form von Rache an. Auge um Auge, Zahn um Zahn, ganz im Sinne der monotheistischen Religion. Weil das Transzendente nicht auf dem eigenen Tod basiert, muss das opfernde Morden an einem anderen vollzogen werden, um das Heilige durchzusetzen. Das wollte die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission vermeiden, und dies unterscheidet die südafrikanische Erfahrung von der Israels.
Das heißt, alles, was er da über Rache ausführt, bezieht er auf Israel. Mbembe entfaltet hier auf wenigen Zeilen ein ganzes Panorama des traditionellen und sekundären Antisemitismus. Er vergleicht hier nicht nur die Erfahrung der Apartheid mit dem Holocaust, sondern unterstellt den Überlebenden der Massenvernichtung und ihren Nachkommen zugleich einen Opferfetisch. Dieser Fetisch sorge für den Drang, selbst Blut vergießen zu wollen. Der Wunsch nach Sühne und Rache richte sich gegen Dritte, denen man das antun wolle, was man selbst erfahren habe, sprich eine Massenvernichtung. Israel unterstellt er in Anlehnung an die antisemitische Vorstellung eines rachsüchtigen jüdischen Gottes, dem Wunsch nach Vergeltung und Blutvergießen, und vergleicht das Leid der Opfer und Überlebenden des Holocaust mit der israelischen Politik gegenüber der arabischen Bevölkerung. Mit dem Verweis auf die Tanach-Passage Auge um Auge, Zahn um Zahn spielt Bembe ebenfalls auf die Vorstellung des rachsüchtigen Tradition des Judentums an. Ähnliche Argumentationsmuster finden sich auch in seinem Vorwort des Sammelbandes Apartheid Israel, The Politics of an Analogy. Im Wissen, dem Publikum sei schon klar, wer gemeint sei, schreibt er dort: Wir wissen alle, warum sie tun, was sie tun. Die Armee, die Polizei, die Siedler, die Piloten der Bombenangriffe, die Zeloten und die Kohorten internationaler Pharisäer samt ihrer obligatorischen Rechtschaffenheit beginnt mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit der Rede von einer Verschwörung internationaler Pharisäer ruft Mbembe eine Chiffre auf, die an den Antijudaismus des Neuen Testaments anknüpft. An gleicher Stelle spricht er von einem Kampf bis zum Ende, dem Gehen bis zum Äußersten oder stufenweiser Vernichtung und spielt so abermals auf vermeintlich aus dem Holocaust resultierende jüdische Wünsche nach Blutvergießen an, die sich nun in einer vermeintlichen Vernichtung der palästinensischen Bevölkerung Ausdruck verschaffen würden. Diese Vorstellung vom Opfer, das zum Täter wird, ist eine durchgängige Figur Mbembes, wenn es um Juden und Israel geht. In Kritik der schwarzen Vernunft zitiert Mbembe zustimmend Alexander Krümel, der den Negern, und das ist ein Originalzitat, Mbembe benutzt das N-Wort, ihr Verhalten zu sehr an dem der Kinder Israels auszurichten, denen er eine Rückwärtsgewandtheit und einen Unwillen zur Veränderung unterstellt. Mbembe selbst bezeichnet diese vermeintliche Rückwärtsgewandtheit als Ökonomie der Erinnerung. Sie dränge das Subjekt dazu, abscheuliche Dinge im Gedächtnis zu behalten und an dunklem und traurigen, an Dingen, die zur Entartung wortwörtlich führten, festzuhalten. Die Bindung an solche Erinnerungen verrate einen Todeswunsch, dem er die Arbeit an sich selbst, die Arbeit zur Freiheit gegenüberstellt. Diesen Weg wünscht er sich in Anlehnung an Krümel für das ehemals versklavte Subjekt, dem auch hier die Kinder Israels als Negativbild entgegengesetzt werden. In seinem Buch Ausgang aus der langen Nacht glaubt Mbembe schließlich, weitere Krankheiten des Gedächtnisses auszumachen. Auf Judith Butler verweisend spricht Mbembe von einer vermeintlichen Konkurrenz der Erinnerung an die nationalsozialistischen Untaten und der kolonialen Verbrechen. Sein zentraler Bezugspunkt ist dabei die Vorstellung von der Singularität des Holocaust, über die er folgendermaßen spricht: Um politische Berücksichtigung zu finden, müssen die Kämpfe um Anerkennung immer stärker um einen außergewöhnlichen Signifikanten kreisen. Mein Leid und meine Verletzungen, dieses Leid ist unvergleichlich, es muss unbedingt einem Namen entsprechen, der vermeintlich mehr wert ist als alle anderen Namen. Insofern die Krankheiten des Gedächtnisses der Tendenz nach häufig zu absoluten Gegensätzen zwischen den Opfern derselben Henker führen, wird stets darum gestritten, welches menschliche Leid als unantastbar gelten soll und welches Leid im Grunde nur ein bedeutungsloser Zwischenfall ist. Der Kampf zieht folglich darauf ab, den verschiedenen menschlichen Leben und Toten die Gleichwertigkeit abzusprechen, denn man glaubt, dass einige Leben und einige Tode universell sind, während andere das nicht sind und noch nicht einmal danach streben sollten, es zu werden. Die Singularität des Holocaust verhindere so also die Erinnerung an koloniale Gewalt. Die Vernichtung der europäischen Juden erscheint als Hemmnis des Gedenkens an die Opfer der Kolonialverbrechen. All diese Aussagen über Israel, den Holocaust und das Judentum haben etwas mit Mbembes Vorstellung von Universalität und Partikularität zu tun, die sich vor allem aus seinen Vorstellungen über die monotheistischen Religionen ableiten.
Seine Auseinandersetzung mit der Entstehung einer westlichen universellen Grammatik beginnt Mbembe in historischer Perspektive mit der Herausbildung des jüdischen und des christlichen Monotheismus. Zwar führt er aus, dass alle monotheistischen Religionen durch die Vorstellung eines Universums mit einem einzigen und eindeutigen Sinn ihren Beitrag zur Entstehung des Universalismus geleistet hätten, dennoch macht Mbembe deutliche Unterschiede zwischen Judentum und Christentum aus. Im Judentum will er eine ausschließliche Stammeslogik erkennen. Er schreibt die Trennung von Mischehen, die Unterscheidung zwischen gebürtigen Juden, jenen, die es nicht waren und die es niemals werden können, aber auch die rituellen Reinheitsgebote sind in Bezug auf diese Ausschlusslogik zu verstehen. Solche Einschränkungen waren nicht dazu geeignet, dem Judentum eine universalistische Richtung zu geben. So sehr fehlte es den kulturellen Tabus und partikularistischen Traditionen, die es abgrenzten, an Plausibilität für Nichtjuden. Der Akt der Bindung des Subjekts an den einen Gott sei ein Wechselspiel aus Vergeben, Drohung, Sühne und Vergebung, die das Subjekt durch eine Kombination von Schutz, Zwang und Rache diszipliniere, sagt er zum Judentum oder über das Judentum. Mbembe stellt diese Ausschlusslogik und dem auf Regeln und vermeintlich auf Rache ausgerichteten Judentum das nicht ausgrenzende, weil auf Konversion zielende Christentum gegenüber. Dieses sei darum bemüht gewesen, den Ausschluss zu überwinden, da es zumindest theoretisch den Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden aufhob, die Bedeutung der Ernährungsvorschriften und der Einhaltung der Rituale relativierte, jede Ausgrenzung aufgrund der ethnischen Herkunft für bedeutungslos erklärte und die Gemeinschaft der Menschheit behauptete, die von nun an den Herrn an den Sklaven, den Beschnittenen an den Unbeschnittenen binden sollte. Das Christentum sei zwar durch eine imperiale Dynamik, den Drang nach Expansion und Universalisierung gekennzeichnet, es steht bei Mbembe jedoch ebenso für die Idee einer Zukunft, in der, Zitat, alle Völker der Erde um etwas Unendliches durch nichts zu Begrenzendes versammelt sein werden. Der christliche Glaube erscheint ihm so als eine Kritik an Potentaten und Autoritäten, als soziale Poetik und subversiver Traum. In diesen Auseinandersetzungen mit verschiedenen Formen des Monotheismus findet sich das Grundmuster aller Äußerungen Mbembes über Israel, die Juden und den Holocaust. Der Leidensweg Jesu, der gefoltert wurde, aber weder zusammenbrach noch auf Vergeltung sann, ist Mbembes Kontrastfolie zu vermeintlicher jüdischer Rache. Das Christentum, das für ihn die Pose-Idee des Universellen, einer zukünftigen nicht-rassistischen Gemeinschaft der Völker verkörpert, ist das Gegenbild zu Mbembes Annahme eines partikularistischen, auf ethnischer Differenz gegründeten Judentums. Während das Christentum bei Mbembe als universalistische Befreiungserzählung funktioniert, steht das Judentum aufgrund seiner partikularen Momente und des von ihm immer wieder kritisierten Erinnerungsgebotes für die Vergangenheit und das Alte, das überwunden werden müsse. Die Staatsgründung und die Existenz Israels geraten so zu einem partikularen Projekt, das der nicht begrenzten Gemeinschaft der Völker entgegenstehe. Die israelische Politik erscheint als partikulares Narrativ von Geschichte und Identität, das Mbembe wiederum an seine Vorstellung eines nicht-universalistischen Judentums zurückbindet. Gewalt und Souveränität würden eine göttliche Grundlage beanspruchen. Das Volk werde durch die Anbetung einer Gottheit geschmiedet, so dass nationale Identität als Identität gegen andere imaginiert würde. So stelle Israels Politik einen heiligen Terror aus Wahrheit und Exklusivität dar, der durch das Beharren auf der Gewalt des Holocaust gerechtfertigt würde. Das war ein kurzer Einblick in Mbembe. Und wir sehen, auch wenn also beide Theoretikerinnen von der Beobachtung ausgehen, dass Kolonialismus und Rassismus mit der Idee eines westlichen Universalismus, der aber eben Schwarze aus der Menschheit exkludiert, verknüpft ist, verorten sie ihre antisemitischen Argumentationen darin durchaus unterschiedlich. Bei Davis erscheinen Juden und Jüdinnen sowie der Staat Israel als weiß, als Begriff der White Supremacy. Sie werden zur Verkörperung sozusagen des Negativ-Universellen und stehen irgendwie auch für Neoliberalismus, dem sie dann so eine schwarze Kollektivbewegung entgegenstellt.
Bei Mbembe finden sich ähnliche Stellen in Bezug auf den Holocaust als Genozid gegen Weiße. Andererseits werden Juden und Jüdinnen durch seinen christlichen Antijudaismus, der wirklich sehr stark durchkommt, selbst zum Partikularen, zu denen, die sich einer offenen Weltgemeinschaft eigentlich verweigern, die einen eigenen Staat haben und den auch verteidigen, die auf der Singularität des Holocaust als Ereignis beharren, das sich nicht universell und beliebig mit anderen Genoziden vergleichen lässt. Mich hat diese unterschiedliche Konzeption von Universalität und Partikularität des antisemitischen Antirassismus durchaus irritiert, denn die meisten Kritiken am Postkolonialismus heben eher die Verabsolutierung des Partikularen hervor, also zum Beispiel in diesen Debatten um Identitätspolitik, also etwa den Unterschied Schwarz versus Weiß, wo dann der schwarze Kampf der Unterdrückten gegen das negativ universelle Weiße Westliche betont wird. Und in vielen Kritiken wird damit auch der Antisemitismus begründet oder sozusagen hergeleitet aus der Setzung von Juden und Jüdinnen als Weiß. Universalismus scheint dann häufig als Gegenmodell angeführt zu werden, das vermeintlich vor Antisemitismus schützen würde, eine Idee von Menschenrechten für alle, die auch Juden und Jüdinnen mit einschließen würde. Aber gerade an Mbembe zeigt sich, dass es vielleicht so einfach auch nicht ist, dass es scheinbar möglich ist, auch mit universalistischer Grundhaltung, die ich Mbembe jetzt nicht grundsätzlich absprechen würde, Antisemitismus zu reproduzieren. Und daran schließt meine letzte Frage sozusagen an, also wie lassen sich diese Unterschiede in der Konzeption von Universellem und Partikularem im antirassistischen Antisemitismus eigentlich erklären? Philipp Lehnhardt hat in einem schon älteren Aufsatz mit dem Titel Negativer Universalismus, Agamben, Balibar und der Zusammenhang von Antirassismus und Israel-Hass den Begriff des negativen Universalismus für antirassistischen Antisemitismus benutzt, der negative Universalismus zum einen den westlichen Universalismus als Rassismus beschreibt und gleichzeitig einen neuen Universalismus, der einfordert, der aber Juden als Partikulares betrachtet. In diesem Aufsatz macht Lehnhardt auch das ambivalente Verhältnis von Zuschreibungen im Antisemitismus aufmerksam. Heimatlosigkeit, Globalistentum auf der einen Seite, Heimat im Staat Israel als Partikulares auf der anderen Seite. Also sozusagen so ein Schwanken zwischen universellen Zuschreibungen und Partikularen. Er schreibt, der heutige postmoderne Antirassismus propagiert vor dem Hintergrund dieses negativen Universalismus die Heimat ohne Grenzen, von der Adorno und Horkheimer zufolge auch der Antisemit insgeheim träumt. Wie der Völkische hasst auch der Antirassist am Juden dessen imaginierte Heimatlosigkeit. Wollen Juden die Heimatlosigkeit ablegen und ein Volk inmitten der Völker werden, dann geraten sie ins Visier des Antirassismus, der ihnen Kleinkariertheit, Partikularismus, ja Nationalismus vorwirft. Damit einher geht laut Lehnhardt auch die Verherrlichung des Flüchtlings. Er schreibt, tatsächlicher Antrieb ist die Verherrlichung des Flüchtlings, des neuen Proletariers, der eine neue Gemeinschaft aufbauen soll, in der jeglicher Partikularismus, allen voran der jüdische, ausgetilgt wird. Die Liebe zum anderen wurzelt im Hass auf die anderen, den, um es mit Carl Schmitt zu sagen, existenziell anderen. Wie bei Etienne Balibar ist auch bei Agamben der Flüchtling der Träger eines neuen Universalismus, der Ausgeschlossenen, der sich zunächst implizit, dann explizit gegen den nationalistischen Atavismus der Juden richtet. Auch mit Wolfgang Stender, und jetzt folgt leider noch ein längeres Zitat, lässt sich diese Ambivalenz dieser Zuschreibung aus dem Antisemitismus selbst herleiten. Und ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Er macht sich Gedanken um die unterschiedlichen Formen des Antisemitismus heute und er schreibt, die Vielfalt der Antisemitismen scheint mit der Vielfalt essentialisierender Identitätskämpfe heute zu korrespondieren. Fremd- und Selbstethnisierungen sind an der Tagesordnung und im Alltagsbewusstsein wie auch in der Medienöffentlichkeit ubiquitär. Ethnisierende, nationalisierende wie auch religionisierende Selbstbilder mobilisieren antisemitische Feindbilder. Je nationaler, ethnischer, religiöser die Identitätsfrage beantwortet wird, desto antisemitischer fallen die Welt- und Selbstorientierungen aus. Die Relationen von kollektivem Selbst und antisemitischem Feindbild aber sind jeweils unterschiedlich.
Und diese Unterschiedlichkeit habe ich versucht, gerade sozusagen aufzuzeigen. Und er schreibt weiter, der antisemitische Hass gilt wie immer unbewusst dem gesellschaftlichen Identitätszwang und der Utopie opferloser Nicht-Identität gleichermaßen. Also dem gesellschaftlichen Identitätszwang, aber auch der Utopie opferloser Nicht-Identität gleichermaßen. In den Kämpfen um Identität und Differenz, die wir heute erleben, steht das Feindbild Jude als Personifikation für beides. An diese Erkenntnis kritischer Gesellschaftstheorie wäre anzuknüpfen. Zitat Ende. Das bedeutet, der moderne Antisemitismus selbst besteht aus Zuschreibungen, die den Juden gleichzeitig zum universellen Übel und zum partikularen Fremden machen. So drückt sich darin gleichzeitig der Hass auf das Allgemeine wie der Hass auf das andere aus. Rassismus hingegen funktioniert als Hass auf das zum Fremden Gemachte, also als der Hass auf die vermeintlich Unzivilisierten, die das partikulare Andere verkörpern. Damit ist der Kampf gegen Rassismus auf den Einschluss des Partikularen an das Universelle, wie beim Mbembe, oder eben durch die Vertretung der rassistisch Ausgeschlossenen im Rahmen von Special Interests, wie bei Davis, festgelegt. Der Antisemitismus versperrt sich aber diesem Grundmuster des klaren Ausgeschlossenen und klarem Allgemeinen, weil im Feindbild Jude, anders als im Feindbild Schwarzer, beides enthalten ist. Diese Ambivalenz des Antisemitismus ist es, die es den Antirassistinnen erschwert, den Antisemitismus zu verstehen, zu greifen und die es gleichzeitig dann auch ermöglicht, dass Antisemitismus sich dann auch im Antirassismus in ganz unterschiedlichen Spielarten zeigen kann. Und jetzt noch ein paar kurze Bemerkungen dazu, um diese Überlegung weiter nachzugehen, lohnt ein Blick in den Aufsatz Unmensch und Übermensch über das Verhältnis von Rassismus und Antisemitismus von dem schon verstorbenen Joachim Bruhn. Er begreift Rassismus und Antisemitismus beide als Ausschlüsse aus der Gattung Mensch, die auf der Trennung von dem Menschen und dem Begriff des Menschen, er nennt das Bourgeois und Citoyen, basieren, also im Prinzip aus dem Kern der bürgerlichen Gesellschaft resultieren. Seine Überlegungen helfen, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Rassismus und Antisemitismus besser zu verstehen, die es eben dann auch erst ermöglichen, dass Kritikerinnen des Rassismus selbst Antisemitismus reproduzieren, was ja eigentlich erstmal absurd ist und klingt. Er schreibt, derart ist das bürgerliche Subjekt verfasst, dass es Identität nicht aus sich selbst erzeugen, nicht an sich selbst gewinnen kann, sondern nur im Prozess einer ständigen Abgrenzung und eines permanenten Zwei-Fronten-Krieges gegen das Unwerte und gegen das überwertige Leben. In diesem Zwei-Fronten-Krieg stellt Rassismus die herrschaftspraktisch-ideologische Frage der Spaltung der Gattung zum Zwecke ihrer kapitalistischen Produktivierung dar. Beide, Rassismus und Antisemitismus, erfüllen so eine Funktion der Abgrenzung für das bürgerliche Subjekt. Aber eben unterschiedliche Funktionen. Im Rassismus halluziniert der Bürger seinen Untergang in krude Natur, im Antisemitismus seine Liquidation durch den hypertrophen Geist. Die im Rassismus so allgemeine wie diffuse Angst vor dem Verschwinden seines Subjektcharakters im plump Kreatürlichen kommt im Antisemitismus mit der allerdings spezifizierten und exakt adressierten Furcht vor der Auflösung seiner Subjektivität durch die geheimnisvollen Mächte des Abstrakten überein. Der Rassismus signalisiert den äußeren Widerspruch gegen den Alleinvertretungsanspruch, den das bürgerliche Subjekt auf die Gattung erhebt. Der Antisemitismus dagegen demonstriert dessen inneren Antagonismus, der die kapitale Totalität ihres narzisstischen Größenwahns zu überführen droht. Das ist schon so harte Kost. Der Antisemitismus ist damit aber nicht nur der Hass auf das Allgemeine. Das zeigt Dandina in Aporie der Vernunft, Horkheimers Überlegungen zu Antisemitismus und Massenvernichtung. Und er setzt sich dort mit der Frage auseinander, und das macht auch Bruhn, welches Verhältnis Egalität und Antisemitismus haben, sozusagen also Gleichheit, abstrakte Gleichheit und was das mit Antisemitismus zu tun hat. Gleichheit und Judenemanzipation mit ihrer zur Assimilation neigenden Tendenz haben die Juden politisch überhaupt erst sichtbar werden lassen. Von da an waren sie in einer ihnen bislang unbekannten Weise ungeschützt in einer homogen fremdgestalteten Welt entlassen.
ihre besonderen Attribute gingen in der Sphäre des neuen Allgemeinen nicht auf. Jener Allgemeinheit konnten sie nur unter Leugnung ihrer jüdischen Besonderheit als Deutsche, Franzosen zugehören. Der Judenemanzipation, der Gleichstellung der Juden als Menschen, ging paradoxerweise im bürgerlichen Nationalstaat das Aufkommen des politischen Antisemitismus einher. Solche Gleichzeitigkeit war keine Zufälligkeit, keine Laune, sondern Ausdruck politischer Gleichheit bei bestehender und nicht anerkannter Differenz. Also Ausdruck politischer Gleichheit bei bestehender und nicht anerkannter Differenz. Erst die formale Gleichheit und damit eine möglich werdende Vergleichbarkeit betreibt bestehende Unterschiede aus. So hat sich das Ende bürgerlicher Gleichheit der Juden als Antisemitismus mit der formalen Erfüllung der Emanzipation angekündigt. Indem die Juden aus der Anonymität der Allgemeinheit, aus dem herausfielen, was sich in die Zweckzusammenhänge der Gesellschaft einfügt, kompromittierten sie durch ihr Dasein die bestehende Allgemeinheit durch mangelnde Anpassung. Dieser zweifelhafte Triumph des Besonderen, sich nicht der gesellschaftlichen Rationalität in Form herrschender Attribute von Allgemeinheit hinzugeben, zieht die Feindseligkeit jener auf sich, die als Träger des Allgemeinen keine Besonderheit mehr aufzuweisen vermögen. Im Anschluss an Horkheimer, dessen Überlegungen Dandina in diesem Text nachgeht, macht er klar, dass im Antisemitismus eben Juden sowohl das Partikulare als auch das Negativ-Universelle symbolisieren können. Und hier vielleicht nochmal greifbarer, dass die Juden wesentlich als Juden erfahren werden, erweckt die Rachsucht, die nicht einmal der Tod besänftigen kann. Steht religiöse Metaphorik für die eine Seite des Ursprungs von Antisemitismus, für das Nicht-Identische, für sublimierte Natur, so neigt die psychoanalytische Deutung Horkheimers von Antisemitismus zur anderen Seite, in Richtung Repräsentanz von Herrschaft, die durch Juden als Ausdruck des Abstrakten von Zivilisation verkörpert werden. Dieser Doppelgehalt der Zuschreibung spiegelt sich dann auch in den Deutungen des Holocaust, der bei Davis eben als universelles Beispiel für Ungleichheit gilt und so seiner Spezifik beraubt wird, und bei Mbembe als Ereignis, an das die Juden sich ungerechtfertigterweise in einer Art Opferkult klammern und damit einer universellen Gemeinschaft im Wege stehen. Und dazu auf derselben Folie auch Dandina. Er sagt, dieser Doppelgehalt entspricht im Übrigen auch der Bedeutung, die Juden als wesentliche Opfer des Nationalsozialismus anhaftet. In ihrer Ermordung als Juden, eines jüdischen Menschen als partikulares Kollektiv betreffendes Ereignis, scheint eine Besonderheit bestätigt. Gleichwohl wird darüber auch ein universeller Zivilisationsbruch offenkundig. Er liegt darin begründet, dass eine grundlose Vernichtung von Menschen möglich und wirklich geworden ist. Und genau dieser Doppelcharakter wird ja im Zuge des sozusagen neuen Historikerstreits auch immer schärfer diskutiert oder aufgehoben eigentlich. Ein allerletztes Zitat, weil man das nicht besser sagen kann als Detlef Clausen, glaube ich, im Essay über die Aktualität Adornos. Er schreibt, Nicht-Identisches heftet sich an jüdische Erfahrungen, ist aber nicht auf sie beschränkt. Aber die Momente von Einheit und Differenz, von Universalität und Besonderheit werden in der europäischen Geschichte von Juden repräsentiert, die als Individuen wie als Kollektiv weder mit der Herrschaft noch mit der Knechtschaft identisch sind. Das barbarische Ausrottungsunternehmen der Nationalsozialisten sollte diesem Spuk ein Ende bereiten. Die nachträgliche Relativierung von Auschwitz zu einer ganz normalen geschichtlichen Grausamkeit wie andere auch, die einfach erklärbar sind mit von wissenschaftlichem Common Sense empfohlenen Mitteln, versucht noch nachträglich das Besondere auszulöschen in objektiver Komplizenschaft mit dem herrschenden Identitätszwang. Was nötig wäre, und das sagt nicht mehr Clausen, sondern Randi Becker, für eine sinnvolle Kritik des Rassismus, die eben nicht antisemitisch ist, wäre eine genaue Betrachtung der Entstehung des Rassismus und Antisemitismus im Kontext von bürgerlicher Gesellschaft, wie Dandina, Brun oder Clausen das schon angedacht haben. Eine Analyse der Gemeinsamkeiten von beidem, dem Ausschluss aus der Mehrheitsgesellschaft und einer Betrachtung der Unterschiede der Zuschreibungen, der Funktion und der Wirkungsweisen. Erst dann wäre und ist es möglich, beides angemessen zu kritisieren
ohne eben die Unterschiede einzuebnen, die sich in der Verfolgungsgeschichte von Schwarzen, rassifizierten Juden und Jüdinnen finden lassen, ohne aber den Wunsch nach einer Gesellschaft aufzugeben, in der beides abgeschafft ist. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.